Guten Morgen, ihr Hübschen. Es ist Dienstagmorgen. Wir haben 7.04 Uhr. Alle sind wach. Und hier ist schon einiges los. Ich bin schon seit... Der Chaos war heute gnädig. Der war nur einmal wach um 1.15 Uhr. Hatte Hunger. Und dann um 5.25 Uhr. Und dann bin ich um 5.25 Uhr mit ihm auch nach unten gegangen. Denn ich habe mir schon gedacht, der wird nicht schlafen. Was auch richtig war, der hat nämlich dann die Buchs voll gemacht. Und jetzt sind alle wach. Dominik, Joanna, Lamia auch. Die sind alle fertig angezogen. Dominik schmiert gerade noch Brote, weil die wohl jetzt noch ein bisschen Hunger haben und was essen wollen. Ist das deins, ne? Ja. Dein Kaffee. Doch schon. Und ich suche meine Tasse. Müsste auch. Ach, die ist da hinten. Guten Morgen. Papa? Carlos war gnädig, der Herr. Der Herr war gnädig. Der Herr des Hauses. Papa? Ja, bitte. Aber was Vorteil ist, wenn man so früh wach ist, ich habe den Vlog schon geschnitten. Und jetzt geht's gleich los. Wir bringen die Joanna heute zur Schule, dann direkt die Lamia in den Kindergarten, heute was früher. Und fahren dann direkt durch nach Wesel zu VW, um die, wie heißt das nochmal, Winterreifen drauf zu wuchten. So, und jetzt mache ich Kaffee. Da kommt ein Bus und dann schnell weg mit dir. Und jetzt, hier ist das Auto, okay? Das ist das Auto. Brumm, brumm, brumm. Und nein, Hase, schnell! Ja! Und der Mensch hat es gerade doch geschafft, den Hasen zu retten. Tada! Zu Ende! Applausen bitte! Applaudieren! Carlos! So, meine Lieben, wir sitzen jetzt im Auto. Alle Kinder sind weg, außer Carlos. Der hat das Glück, dass er noch bei uns bleiben kann. Oder das Pech, wie man es nimmt. Das Pech, ja. Joanna ist in der Schule, Lamia ist jetzt auch im Kindergarten und wir sind jetzt auf dem Weg nach Wesel und hoffen, dass wir nicht irgendwie in Stau kommen wegen dieser Brücke, die da ist. Da ist immer ordentlich was los um die Uhrzeit. Kommt sowieso gleich zähfließend. Kannst du gar nicht vermeiden vor 9 Uhr, glaube ich, ja. In Richtung Wesel. Jetzt haben wir 10 nach. Wir könnten vielleicht Glück haben. Wir sind ja noch nicht da. Dauert ja noch was, eine halbe Stunde. Und dann werden wir Winterreifen bekommen. Unsere sind ja da eingelagert. Und dann gucken wir uns mal den T5 an. Die haben da einen stehen. Und dann wollten wir uns den mal ein bisschen genauer angucken, weil Dominiks Leasingvertrag läuft ja aus nächstes Jahr. Und dann sind wir überlegen, was für ein neues Auto bei uns einziehen darf. Und in der engeren Wahl steht ein T5. Oder ein TT. Irgendwas mit T. Ein TT wäre schön, das wäre mein Ding so. Aber ja, der Dominik, das TT ist absolut sein Lieblingswagen. TT mit 5 Kindern ist ganz schlecht. Mit 5 Kindern? Welche Frau hast du noch beglückt? Zu 5, wollte ich sagen. Verdammt, jetzt habe ich mich versprochen. Jetzt ist alles raus. Rosi, ich muss dir was beichten. Ja, jetzt weißt du, warum du dir kein TT leisten kannst. Wegen deinen 5 Kindern, von denen ich auf jeden Fall nichts weiß, von den anderen 2. Ja, ist krass. Zu 5, wollte ich sagen, natürlich. Genau, der Dominik hat aber schon mal einen TT gefahren. Ist nicht so, dass er noch nie einen hatte. Mhm. Er hatte einen, da waren wir knackige 18. Ne, gar nicht, 20, 21. Ne, ja, also die 18 war, hatte ich einen Polo. Genau, einen getunten Polo. Und danach kam der TT. Der TT, den habe ich mir gekauft, als ich meine erste Festeinstellung nach der Ausbildung hatte. Genau, das war's. Dann habe ich noch bei Mami und Papi gewohnt. Da und dann konnte hatte man so sich viel das Geld. Noch leisten. Ja, ja. Und wenn man Kinder hat, hat der Spaß sofort auf. Ja. Sofort. Da wollen wir das erste Mal gemacht haben, ne? Ja. Als du schwanger warst. Der hat die TT verkauft und Turan gekauft. Ja, ja, ich hatte noch meinen Lupo, ne? Den Kleen. Ja. Ja. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall irgendwas mit T wird sein. Auf jeden Fall kein TT, denke ich mal. Aber es gibt da schon 9, hat der Dominik gesagt. Mit T6, ich habe keine Ahnung. Ihr wisst immer besser Bescheid als wir über alles. Also wenn ihr da irgendwie was habt, immer eher damit, denn wir sind da nicht so auf dem aktuellsten Stand. Nee. Weil wie gesagt, mit so vielen Leuten hat man immer wenig Zeit irgendwie. Genauso wie die Hotelsuche, weil ich ja gefragt habe bei Insta, ob schon jemand am Gardasee war und ob der was empfehlen kann dort. Es hat Sachen, ich so viele Nachrichten, fahrt dahin, das Hotel ist toll, der Campingplatz ist toll. So viel Zeit habe ich gar nicht, mir das alles da anzugucken im Internet und zu suchen und rauszufiltern. Deswegen sind eure Tipps immer auf jeden Fall Gold wert. Genau, vielen Dank da sind wir dafür. Sehr dankbar, dass ihr dann immer so fleißig schreibt, wenn wir was fragen. Ich habe schon auf jeden Fall ein paar Hotels und ein paar Campingplätze aufgeschrieben und ein paar Tipps, wo man hingehen sollte und so. Das ist... Das ist immer ganz schön, ne, wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Wenn wir was haben, wir müssen uns gar nicht informieren. Wir fragen einfach euch, dann kriegen wir die besten Tipps. Ihr seid unsere Informanten, unsere CIA-Agenten. Die Geheimagenten.
ja, ist auf jeden Fall sehr nett von euch, dass ihr uns auf jeden Fall immer sehr schön weiterhilft und auf jeden Fall auch gute Tipps gibt, auch Sachen sagte, da würde ich nicht hinfahren oder fahrt nicht dann und dann dahin, weil da ist mega voll, weil da irgendwie ein Feiertag ist oder so, dann viel, viel wert. Ja. Ich merke gerade, muss hier unterbrechen, ich kriege einen Pickel in der Nase hier oben. Das kriegst du aber ganz schön oft. Ja, das ist meine Pickelstelle. Ich beende jetzt diese Szene hier mit dem Pickel. So, hier steht jetzt so ein ganz neuer T6 Bulli, 70er Jahre Look. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus auch, die Farbe. Ich finde schon ziemlich Retro-Style. Gefällt mir ganz gut, nicht dieses komische Grau oder so. Auch hier mit dem Silber am Spiegel, sieht schon schick aus. Was sagst du zu der Farbe? Hat was. Hat was, Fall, ne? Auf jeden Fall wiedererkennungswert. Schick, schick. Sehr schick. Hier, sogar ein kleines, ein kleiner Kaffeebecher für die müde Mama. Der reicht für die erste Stunde. Machen wir auch schön. Zack. Und damit in den Gardasee, an den Gardasee, zum Gardasee. Ich frage mich, was das denn hier ist. Ach so, Mülleimerchen. Korrekt. Schön. Mir gefällt der ganz gut. Und irgendwie kommt der mir hier ein bisschen kompakter vor als der T5. Vielleicht kommt es mir aber auch nur so vor. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Geräumig auf jeden Fall. Und retro. Sieht cool aus. Ne, Carlos? Hm? Kuckuck, wir sind wieder zu Hause. Wir haben schon relativ spät. Mit sowas verplippt man den ganzen Vormittag. Reifenwechsel. Wir hatten um 9 Uhr einen Termin zum Reifenwechseln inklusive 9 Uhr einen Termin beim Verkäufer. Und als wir vom Verkaufsberatungsgespräch draußen waren um 20 vor 10, dann kam unser Auto erst dran. Da haben wir eine Dreiviertelstunde gewartet, bis wir dann zu Hause waren. Alles so gedauert, ne? Der ganze Vormittag weg. Weg für Winterreifen. Und jetzt war ich noch mal eben schnell alleine einkaufen bei Real. Und ich glaube, kann das sein, dass das vielleicht noch da angeschlossen ist, Dominik? Okay. Jetzt muss ein Ladekabel. Und ja, ich war noch eben schnell bei Real, war da gut einkaufen, nämlich alles leer. Die Kühlschrank war leer, ne? Und jetzt haben wir wieder Essen, Leberwurst, Joghurt, Tomate. Jo. Und der Carlos, der ist ganz doll müde. Aber der will nicht schlafen. Der will einfach Supermama sein, ne? Hm? Ja. Muttersöhnchen. Lass meinen Sohn mal in Ruhe. Das darf nur ich sagen. Ne? Die Mama sagt das ja liebevoll. Muttersöhnchen, ne? Jo. Muttersöhnchen. 12.33 Uhr, so in einer Stunde fange ich an Essen zu machen. Heute gibt's Marmeladenbrot, sag ich schon. Marmeladenbrot. Heute hat die Mama sich was ganz Besonderes ausgedacht. Es gibt ein Marmeladenbrot. Ja. Und weil ihr es seid... Mit Erdnussbutter sogar noch unten drauf. Gibt es sogar Erdbeeren. Erdbeermarmeladenbrot mit Honig. Pilzsoße mit Nudeln. John hat sich unbedingt Pilzsoße gewünscht. Jetzt mach irgendwas mit Pilzsoße, bitte. Ja, und jetzt habe ich gerade frische Pilze gekauft und alles und Nudeln. Und dann gibt es heute vegetarisches Essen. Ne, Carlos? Hm? Na. Das Auto ist ziemlich cool, muss ich ja sagen. Dieser Bus, dieser neue. Auch gerade diese 70er-Jahres-Stil finde ich total stylo. Sieht richtig toll aus. Ne? Jetzt hat er uns erstmal ein Angebot gemacht, was das kostet. Jetzt muss das alles vergleichen, mit dem Steuerberater nochmal reden, was besser ist. Und dann schauen wir mal. Ne? Carlos? Carlos? Ja? Da li 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 li
Duli, 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 Duli. Ist viel besser, wenn der Papa gar nicht im Haus ist, ne? Willst du nur verarscht die ganze Zeit hier? Ne, Carlos? Sag mal, so nicht hier. Mach die Faust hoch, nicht mit meiner Mutter. Lili, Lili, Lili. Ah, Carlos. Du bist schon eine coole Socke. Ja. Cool. Und die bist Mutter du. Auch mit ihrem Lili, Lili, Lili. Gucken, ob heute mein neues Stativ kommt. Ich bin sehr gespannt. Du auch? Ja, ne? So, meine Hübschen, sind hinter mir das Zimmer. Und das Kind hat hier eine leichte Verwüstung angestellt. Innerhalb von 2 Minuten. Nicht mehr. Hier sieht's aus. Lamia. Nur weil sie was gesucht hat. Und da ist der Carlos und Lamia und ich räumen jetzt hier gemeinsam auf. Von wo hast du das denn jetzt alles rausgeholt, das ganze Zeug? Aha, dann hol mal deine Kiste. Und da. Ja, gut. Da lag da. Das Baby. Was ist das Baby da? Was da liegt. Weint es. Das gerade weint. Mhm. So, dann leg dann mal hier hin. So. Und dann kannst du hier schön aufräumen. Machst du alles wieder da rein, was du rausgeholt hast. Guck mich mal. So, fertig. Schön sauber. Was ist da? Mach das wieder hier ran. Okay. Weil es abgegangen ist. Okay. Vielleicht mache ich dir ein schönes Essen. Willst du ein Eis haben? Ja, gerne. Okay, aber ich habe ja noch viel Eis dabei. Super. Was ist das? Müssen die denn? Erdbeer. Ja, Erdbeerhaus. Gut. Und du? Das ist Erdbeer, aber ich habe Schokolade. Wir können auch Schokolade haben. Dankeschön. Lecker. Schokolade mit ein bisschen Erdbeer. Ja, guck. Mit Erdbeer hier in der Mitte. Ja, mit Erdbeer, das mag für den Brot. Ja, auch gut. So, alles erledigt. Mann. Ne? Muss dann der Großputz hier vor Weihnachten nochmal losgehen. Wollte ich übermorgen anfangen. Alles picobello sauber machen. Ja. Danke. Hier jetzt ein Marmeladenbrot. Und du? Was machst du? Willst du raus? Ja. Hier. Mama, geh raus. Dankeschön. Da kann ich das essen. Lecker, schmecker. Da können Sie noch. Was wollen Sie noch? Haben Sie Kaffee? Ja. Da hätte ich gerne noch. Puh, jetzt weiß ich, warum du so unruhig bist. Ich habe aber keinen Kaffee. Was? Ja. Nur Wasser. Weil Wasser ist auch drin, oder? Ja, Wasser ist auch gut. Mir die putzt noch ein bisschen nach. Die glaubt, ich habe das noch nicht ganz ordentlich gemacht. Hast du gut gemacht? Ja. Und der Carlos, der versucht mal wieder sein Popo hier hochzukriegen. Hä? Ich helfe dir dabei. Ja, super.
Apfel dabei. Papa. Jetzt die Kamera essen, Carlos. Das geht aber nicht. Aber mein Süßer, das geht aber nicht. Das geht jetzt aber nicht. Jetzt ist Carlos davor. Hoppala, muss ein bisschen leise sein. Hoppala. Hey! Hey! Versteckt sie uns! Guck mal, was ist ein Koffer habe. Willst du erstmal einen Rückwärtskrabbler? Carlos? Ja, bist du ein Rückwärtskrabbler? Der rückwärts klappt gut, so schieben, ne? Ja. Willst du dich sehen? Willst du besser werden? Da, wer ist das? Ist das etwa der kleine Carlos? Ach, hast du eine Sommerschuhe gefunden? Haben wir extra für den Urlaub gekauft. Dann konntest du die gar nicht anziehen, ne? Wow. 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 Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow. Nach draußen. Im Sommer kannst du damit nach draußen gehen, klar. Aber dann passen die dir nicht mehr. Dann müssen wir wieder neue holen. Dann bist du ja gewachsen. Ja, freust du dich, in Urlaub zu gehen? Carlos! Hände waschen, spielen, dass wir unsere Hände waschen, bis sie sauber sind. Ja, spielen, dass wir einen Freund gewinnen. So, meine Lieben, es ist ganz schön dunkel. Der Carlo schläft auf der Couch. Ich kann jetzt kein Licht anmachen, dann wird er nämlich wach. Ich muss das so machen. So ist es ein bisschen besser. Die Lamia ist im Bett und der Dominik ist auch da. Der war ja gerade mit Joanna unterwegs. Und die macht sich gerade Bett fertig auf. Wir haben jetzt 7:45, macht sich Bett fertig. Für Joanna ist um 8:30 immer Schluss. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur erzählen, dass ich angefangen habe, ein Schnittmuster zusammen zu kleben. Und ja, sehr weit bin ich nicht gekommen. Ich habe es wenigstens zusammengeklebt. Ich muss noch schneiden. Aber ich denke mir, das mache ich morgen. Ihr seht mich überhaupt nicht. Ne? Genau, und ja, ansonsten heute ist irgendwie gar nicht so viel passiert, weil wir den halben Tag nur mit diesen blöden Winterreifen verbracht haben. Das ärgert mich irgendwie so ein bisschen. Wirklich, ich habe heute so rein gar nichts geschafft, außer eine Waschmaschine anzumachen und so. Ich habe euch jetzt hier auf die Bananen gestellt und hier ins Licht, damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Ja, auf jeden Fall, der Dominik knistert jetzt da rum. Was ist los? Ich habe das jetzt hier auf die Bananen gestellt, damit es besser wird. Was haben die Bananen damit zu tun? Ich weiß ja auch nicht, damit ich ja nicht so halten muss und so wackelt die ganze Zeit. Und das unscharfiert, der macht sich hier gerade was zum Abendessen. Und werde mir gleich auch noch was machen. Und wie gesagt, heute ist nicht viel passiert, wenn man einen halben Tag mit so einem Quatsch verbringen muss. Ne? Ja. Oh, total nervig. Ich habe echt nichts geschafft, außer Waschmaschine einmal anmachen und Trockner. Und einen Wäschekorb habe ich zusammengefaltet. Das war's. Diese drei Sachen habe ich geschafft. Und dann mir das Zimmer aufzuräumen. Das habe ich mit ihr zusammen gemacht, nachdem die es verwüstet hat. Und die gemeinsam mit mir zusammen aufgeräumt. Ich hätte ihre Küche ganz hart in die Küche so näher geguckt. Nee. Die hat die Pikobelle aufgeräumt. Ey. Echt? Ja. Du hast ja auch Oliven mitgebracht. Ja, habe ich. Hm. Ich war ja einkaufen, habe ich ja gesagt. Und ja, ansonsten ist nichts passiert. Ich wollte jetzt gucken, dass ich das Haus jetzt putzmäßig richtig auf Vordermann bringen und richtig durchputze. Und die ganzen Fliesen im Badezimmer wollte ich einmal richtig abwaschen auch. Die Tage, jeden Tag irgendwie so alles auf einmal schaffe ich natürlich nicht alleine. Gerade mit dem Carlos geht das natürlich nicht. Aber ich gucke, dass ich so immer ein Zimmer komplett einmal so grundreinige. Und dann geht's los mit der Weihnachtsdeko. Yes! Ich kann jetzt auch wieder in den Keller gehen, weil wir hatten zwei Lampen Glühbirnen, die kaputt waren. Und das war immer total gefährlich, so im Dunkeln, dieser Engtreppe mit den ganzen Wäschekörben immer hoch und runter zu rennen. Ich habe gedacht, wenn das jetzt noch so weitergeht, breche ich mir hier noch alle meine Knochen. Immer total gefährlich. Sonst, wenn das so 7 Jahre so war, das waren jetzt keine 24 Stunden, war da kein Licht. Gar nicht, war länger. Mhm. 48, mindestens. 48. Aber Dominik hat es ja schnell gemacht. Ich habe den ja heute dann weggeschickt.
Der soll jetzt Tobi fangen und die Bieren holen, als er nichts zu tun hatte. Dann hat er sich langweilt oder so. Wenn ein Mann sagt, er macht das, dann macht er das. Man muss ja nicht alle 24 Stunden... Nee. Alle drei Monate daran erinnern. Ja. Ach Gott. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist es jetzt im Keller mega hell. So hell, dass du kaum... Du siehst alles und dir tut voll die Augen. Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber mein Tellerchen ist fertig. Ach, guck mal der Herr. So machst du dir also dein Essen hier. Ich bestelle mir eine Pizza. Ich will auch eine. Quatsch, ich bestelle mir noch eine Pizza. Quentin, hier hast du die Brötchen. Ohne Spaß. Ich wusste nicht, was du drauf haben willst. Aber soll ich dir schon mal ein paar Oliven drauf machen? Ich kann da schon selber, keine Sorge. Okay, da habe ich aber Glück gehabt. Ja, ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe, dass morgen ein bisschen mehr los ist. Ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich putze, falls euch das interessiert. Lasst einfach mal einen Daumen nach oben da und einen Kommentar, ob ihr Bock habt, wenn ich jetzt die Woche loslege, hier Weihnachtsvorbereitungen zu treffen, erstmal eine Grundreinigung zu schaffen, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich das weiß. Nicht, dass ich das umsonst filme und alle klicken weg und dann ist das ja auch doof, ne? Gut, wir sehen uns morgen und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, gute Nacht und träumt was Schönes. Tschüss!